Oh, Harry, love, oh, Harry, you mind what I do say? My feet, they are so tender, I cannot march away. And besides, my dearest Harry, though I'm in love with thee, how would I be fit for cruel wars in my Germany? Halle Burdloe zu unserer Kundgebung anlässlich des Antikriegstags begrüßen. Mit dem Antikriegstag erinnern Gewerkschaften und Menschen aus der Friedensbewegung an den Überfall auf Polen und den Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939. Der Anteil deutscher Politik an den Ursachen der weltweiten Fluchtbewegung, der ist nicht unerheblich. Deshalb steht der Antikriegstag 2016 unter dem Motto Fluchtursachen bekämpfen, Kriegseinsätze der Bundeswehr und des Kommando Spezialkräfte des KSK beenden, runter mit dem Rüstungshaushalt, Waffenexporte stoppen. Deutsche Rüstungsexporte befeuern weltweit Kriege, militärische Interventionen der Bundeswehr und politische Destabilisierung treiben Millionen von Menschen in die Flucht vor den Kriegsfolgen. Die NATO ist immer mehr ein aggressives und kriegstreibendes Militärbündnis, das von deutschem Boden aus mörderische Drohnenangriffe kommandiert. Liebe Kundgebungsteilnehmer, wir haben den Ort für unsere Auftaktkundgebung nicht ohne Hintergrund gewählt. Dieser Marktplatz war schon zweimal in der jüngeren Vergangenheit Aufmarschgelände des deutschen Militarismus. Am 11. August 1914 begingen auf diesem Marktplatz 1032 Soldaten des Reserve-Infanterieregiments 121 einen sogenannten Feldgottesdienst, bevor sie unter der Fahne mit der Aufschrift Heil Paris in das Inferno des Ersten Weltkrieges geschickt wurden. Schon am 19. August, also wenige Tage später, waren 28 Haller Soldaten nicht mehr am Leben. 17 Millionen Tote starben weltweit während des sogenannten Ersten Weltkrieges. 1936 erklärten auf diesem Marktplatz Nazi-Militärs und die politische Obrigkeit der Stadt Schwäbisch Hall diese Stadt zur Soldatenstadt. Es war der offizielle Einzug der Wehrmachtsflieger auf dem Fliegerhorst in Hessenthal. Dieser Fliegerhorst steht als Synonym für Krieg, Vernichtung und Sklaverei. Das KZ-Außenlager Hessenthal wurde wegen des Fliegerhorstes eingerichtet und ca. 90 Angehörige der Hessenthaler Wehrmachtsflieger waren an der Legion Condor beteiligt, die das spanische Städtchen Guernica am 26. April 1937 eigentlich dem Erdboden gleichgemacht haben. Heute wird der ehemalige Fliegerhorst, nennt sich jetzt Wirt Airport, auch wieder genutzt. Aber nicht nur für die reichen Hohenloher Geschäftsleute, übrigens die meisten ohne Tarifvertrag, sondern wieder für militärische Zwecke. Bis zu 80 Transalm-Militärmaschinen der Bundeswehr sollen jährlich auf dem Wirt Airport Kriegseinsätze trainieren. Im November 2016, also dieses Jahr, sollen 100 sogenannte Elite-Soldaten des KSK, manche sagen auch, das ist das Killerkommando der Bundeswehr, im Landkreis Fallschirmabsprünge für weitere Kriegseinsätze üben. Mittlerweile treibt sich die halbe NATO mit Hubschrauberübungen auf dem Wirt Airport um. Von hier aus protestieren wir. Wir wollen einen neuen Fliegerhorst in Hessenthal und wir werden unseren Protest nun organisieren gegen diese zivil-militärische Zusammenarbeit. Deutsche Rüstungsexporte befeuern weltweit Kriege.
Weltweit geführte Kriege und Bürgerkriege sind nur mit ständigem Nachschub von Waffen und Munition möglich, an denen Deutschland als viertgrößter Waffenexport einen erheblichen Anteil hat. Deutsche Waffen werden zum Beispiel an Diktaturen wie Saudi-Arabien geliefert, das damit Krieg gegen die Bevölkerung im Jemen führt. Trotz gegenteiliger Absichtsbekundungen der Bundesregierung nehmen deutsche Rüstungsexporte weiterhin zu. Die Waffenproduzenten verdienen Milliarden an der Rüstungsproduktion und stürzen korrupte Systeme und stützen korrupte Regime und damit die Ausbeutung und Ausplünderung von Ländern der sogenannten Dritten Welt. Der sogenannte IS schießt und mordet mit G3 und G36 Sturmgewehren. Mit dem MG3, mit Milan-Raketen und Hotlenkwaffen. Aus deutscher Produktion. Allein der langjährige Bundeswehreinsatz in Afghanistan hat Milliarden Euro verschlungen und Millionen von Menschen in die Flucht getrieben. Ein Bruchteil dieser Militärausgaben hätte ausgereicht, um das Land wirtschaftlich und gesellschaftlich auf eigene Beine zu stellen. Für militärisches Weltmachtgehabe ist genügend Geld vorhanden. Bis 2020 wird die Bundesregierung den Militärbetrag um fast 5 Milliarden Euro von 37,6 Milliarden Euro erhöhen. Deshalb demonstrieren wir heute unter dem Motto Fluchtursachen bekämpfen, Kriegseinsätze der Bundeswehr und des Kommandospezialkräfte beenden, runter mit dem Rüstungshaushalt, Waffenexporte stoppen. Jährlich verschlingt das Kriegsministerium mehr als 30 Milliarden Euro. Diese Aufgaben sollen jetzt sogar noch weiter aufgestockt werden. Gleichzeitig fehlt dieses Geld an allen Ecken und Enden. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Wir fordern sofortige Rückzug der türkischen Truppen aus Syrien. Die Religionen friedlich zusammenleben und Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Das bauen sie gerade in Warschau herauf und das ist diesen türkischen Faschisten ein Dorn im Auge. Liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, zweimal bereits haben deutsche Großkonzerne und Banken mit deutschen Regierungen Eroberungskriege geführt. Leben, Umwelt und Infrastruktur wurde millionenfach vernichtet. Und immer war das Ziel höhere Profite für Konzerne und Banken. Wir stehen heute hier, damit solcher Terror nicht zum dritten Mal geschieht. Wir fordern von der von Frau Merkel geführten deutschen Regierung sofortiger Stopp aller Auslandseinsätze der Bundeswehr. Holen Sie die deutschen Soldaten zurück aus den 14 Militäreinsätzen aus Afghanistan, aus Kosovo, aus Sudan, aus Somalia, aus Mali, aus Westsahara, aus Irak, aus Libanon, vom Mittelmeer und aus Syrien. Kriegseinsätze in Afghanistan oder Irak haben gezeigt, Frieden kann nicht herbeigebombt werden. Und er wird
und er wird auch nicht in Syrien herbeigebombt werden. Nur Verhandlungslösungen mit allen, ich sage mit allen beteiligten Interessengruppen, können zum Waffenstillstand, zum Frieden führen. Die Kolumbianerinnen haben gerade gezeigt, dass ein Weg in den Frieden möglich ist. Wir verurteilen die Invasion türkischer und Söldnertruppen in Syrien. Wir verurteilen die Zusammenarbeit und Unterstützung der Bundesregierung mit Kriegstreibern wie Erdogan. Der Einmarsch der türkischen Armee in Syrien ist Völkerrechtsbruch. Er muss mit Sanktionen beantwortet werden. Kriege sind nur mit dem ständigen Nachschub von Waffen, Waffenfabriken und Munition möglich. Darin haben deutsche Konzerne einen erheblichen Anteil, die Deutsche Bank auch, und dadurch exorbitante Gewinne.